Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Und diesmal seht ihr, geht es um das Spiel Terraria. Und um mal so eine Art kleine Vorgeschichte oder, ja, wie soll ich es nennen, eine Art Story zu erzählen. Es geht mir im Endeffekt hierbei darum, dass ich das sozusagen als mein kleines Langzeitprojekt sehe. Ich habe schon öfters jetzt die Anfrage bekommen, auch wenn ich noch nicht so viele Zuschauer habe, aber ich habe schon öfters die Anfrage bekommen, hey, Para, mach doch mal ein Minecraft-Let's Play. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe Minecraft mal gespielt, aber ich komme irgendwie auf Minecraft nicht klar. Es geht mir gar nicht so sehr um die Grafik, ja, das ist mittlerweile so eine Art Charme des Spiels, aber dieses dreidimensionale Bauen und so weiter liegt mir irgendwie nicht so sehr. Und falls jemandem Terraria sozusagen nichts sagt, Terraria wird eigentlich immer gesagt oder hinterher gesagt, dass es Minecraft in 2D ist. Das kann man eigentlich so nicht sagen, das ist nicht Minecraft in 2D. Es ist vielmehr die Grundsubstanz von Minecraft, nimmt es auf. Denn es ist so, man kann in Terraria mindestens genauso viel verschiedene Sachen bauen wie in Minecraft, nur hat man hier noch so, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Rollenspielelemente drin. Man hat Bosse, die man besiegen kann, man hat richtige Dungeons, also die gibt es natürlich in Minecraft auch, aber es gibt keine richtigen Bosse, man kann hier, ja, mit Mana haushalten, das heißt, man kann auch so in der Art zaubern, sage ich jetzt mal. Es gibt unglaublich viele Feinde, also es setzt noch einen stärkeren Aspekt auf Kämpfen, neben dem ganzen Bauen. Und es ist vor allem folgendes, ich konnte mir bei Minecraft nie merken, wie ich die Gegenstände zu platzieren hatte, sozusagen, um jetzt einen bestimmten Gegenstand zu bauen. Zum Beispiel irgendeine Leiter, dass ich jetzt links 3, rechts 3, in der Mitte 1 oder so. Es hat mir nie so sehr gefallen und in Minecraft hätte ich mich zu sehr reinfuchsen müssen. Und Terraria hat sozusagen den Vorteil, dass wenn ihr die Gegenstände aufgesammelt habt, dann könnt ihr sie bauen ohne Wartezeit und es wird auch automatisch angezeigt, wann ihr sie bauen könnt, wenn ihr die Möglichkeit sozusagen dazu habt. Also ihr steht jetzt vor einer Werkbank oder so und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr jetzt 10 Holz habt, dann könnt ihr zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Holzblöcke oder so bauen. Aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Form oder so nachahmen. Und deswegen war mein Grundgedanke, dass ich jetzt sozusagen Terraria als meine Art Langzeitprojekt sehe. Und es geht mir vor allem hierbei darum, also das ist natürlich ein PC-Spiel, ich Let's Play ja auch PC-Spiele, also nicht nur Konsolentitel. Und mein Gedanke dahinter ist eigentlich, dass das mit Minecraft jetzt eigentlich eines der wenigen Spiele ist, wo man mit seinen Zuschauern oder seinen Abonnenten sozusagen interagieren kann. Das heißt, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, hey Para, keine Ahnung, bau bitte eine Burg, jetzt mal so gesagt. Und je nachdem, wie es ist und ob ich die Zeit und so weiter finde, kann ich auch gerne eine Burg bauen. Also das Spiel ist sehr, sehr umfangreich. Also es gibt auch verschiedene, ja, Gebiete. Also es gibt Wüste, es gibt Dschungel, es gibt die Unterwelt, es gibt alles Mögliche. Und was jetzt hier sozusagen die Krux ist, es ist natürlich so, dass vor allem in, also Minecraft ist es ähnlich, aber in Terraria muss sehr, 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 sehr viel gebuddelt werden. Und es kann natürlich auf die Dauer langweilig werden. Wir schauen uns das mal an, aber solltet ihr irgendwann sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, dir dabei zuzugucken, wie du dich 5 Stunden lang in den Boden gräbst und irgendwie auf der Suche nach einer blöden Eisenader bist, dann kann ich das sozusagen auch abseits des Let's Plays machen und die Materialien dann nur sammeln, wenn, oder die Materialien sozusagen schon fertig gesammelt haben und dann bauen, kämpfen und so weiter. Das müsst ihr aber dann entscheiden. Und ich zeige euch nochmal kurz für die Leute, die das jetzt nicht kennen, mal ganz kurz einen ganz neuen Charakter. Also nicht einen ganz neuen Charakter, aber ich habe Terraria auch nicht viel gespielt. Ich habe es vor ungefähr einem halben Jahr mal gespielt und habe es mir jetzt dann nochmal angeschaut, weil wo ich jetzt Let's Plays mache, fand ich das eine ganz gute Lösung. Und ja, ihr seht das schon, ich habe hier überhaupt nicht viel. Also ich bin ja auch keinesfalls ein Pro oder so, also ich habe es da nicht drauf. Mein längstes Session war, glaube ich, mal 20 oder 30 Stunden, aber das ist ja nicht schlimm. Man kann sich da ja auch sozusagen alleine ein bisschen weiterbilden.
Und ja, das ist das schöne Häuschen. Und das Coole ist auch, es ziehen hier NPCs in die Häuser ein, je nachdem, was ihr habt. Dann könnt ihr Sachen kaufen und verkaufen. Es gibt eine Heilerin und so weiter. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze dann aussieht, wenn man sich so ein bisschen in den Boden gegraben hat. Also, das geht sehr, sehr weit runter. Also das jetzt nicht, aber es kann sehr, sehr weit runter gehen. Das ist jetzt die mittlere Welt. Ich weiß noch nicht, welche Weltgröße ich nehme. Auf keinen Fall die große, weil die große ist echt arg. Ich habe schon hier in der mittleren Probleme, manche Adern und so zu finden. Aber, oh, da bin ich falsch gegangen. Aber entweder mittel oder klein, ich muss mir dann noch was überlegen. Weil selbst die kleinen Welten sind groß. Also ist jetzt nicht so, als wenn man nach drei Let's Plays direkt am Ende ist. Und es gibt immer an einer Seite der Welt den Dungeon, der von einem Bossmob bewacht wird. Und dann muss man den töten. Und also wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Spiel. Ich zeige euch jetzt einfach nur mal, wie weit ich mich hier jetzt da in den paar Stunden, die ich da ein bisschen gezockt habe, gegraben habe. Hier seht ihr übrigens das Inventar. Hier unten seht ihr dann, was man so jetzt ohne eine Werkbank herstellen kann. Und hier rechts seht ihr das Coolste. Hier gibt es halt diese Ausrüstungsslots und man kann sich Lichtschwerter, Laserschwerter, alles mögliche bauen. Das ist ein tolles Spiel. Und es gefällt mir vom Stil her einfach unglaublich gut. Also ich finde, es hat einen viel größeren Charme als Minecraft, weil diese, ja, alte, ich weiß gar nicht, ob 16 oder 32-Bit-Grafik ist, ist aber auch egal, aber ihr wisst, was ich meine, von den alten Konsolen, sage ich jetzt mal. Ja, da ist es dann doch sehr cool. Ich habe jetzt hier leider nichts Besonderes an Schwertern, aber hier sind zum Beispiel so ein Blob. Und nachts kommen dann natürlich auch Zombies und so fliegende Augen und alles mögliche, je nachdem, in welchem Gebiet man ist. Es geht hier mal weiter. Und ja, das Ganze werde ich alleine let's playen. Also ich hätte zwar gerne noch einen Partner dazu geholt und vielleicht hole ich irgendwann mal einen Kumpel dazu, aber erstmal wird das Ganze alleine ablaufen. Das heißt, es dauert natürlich auch länger. Und ihr seht, also das streckt sich doch schon arg hin. Und das ist überhaupt nicht tief. Aber da geht es noch viel, viel weiter runter. Aber das dauert halt seine Zeit, bis man sowas mal ausgehoben hat. Und das ist immer das Problem bei diesen ganzen, ja, Minecraft oder Terraria Let's Plays. Aber daran kann man leider nichts ändern. Rohstoff sammeln gehört nun mal leider dazu, um irgendwas bauen zu können. Aber das ist so mein zukünftiges Projekt, was ich irgendwann mal angehen werde. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das machen werde, aber das finde ich ist eine ganz coole Idee, die man sozusagen zwischendurch verfolgen kann, wenn man jetzt keine anderen Spiele oder so zu Let's Playen hat. Und man kann immer wieder mal einen schönen Part hochladen, vor allem kann man die schön schneiden, die Parts, und dann kann man die nach und nach immer Tag für Tag hochladen oder so, dann habt ihr auch immer schön viel zu schauen. Und ja, wenn ihr Fragen oder ähnliches habt oder Anmerkungen, schreibt mir eine PN oder so. Und wie gesagt, sobald ich die Reihe dann begonnen habe, könnt ihr mir dann auch nach einer gewissen Zeit auch sagen, hey Calvin, bau mal das oder das. Und dann schaue ich mir das an, ob das zu dem Zeitpunkt möglich ist. Denn das Spiel kostet natürlich genauso viel Zeit wie Minecraft. Und hier gibt es den großen Nachteil, dass man die Monster nicht ausschalten kann. Also die sind leider immer da. Das heißt, ich kann nicht nur bauen, ich muss auch kämpfen, aber das ist halt auch dieses, ja, dieser Grundgedanke des Spiels und was das Spiel einzigartig macht oder anders macht als Minecraft, denn man hat immer was zu kämpfen und das ist ganz cool, das gefällt mir, vor allem mit diesen Rollenspielaspekten, wie viele Rüstungen man bauen kann und so weiter. Minecraft ist ja dann doch stärker noch fixiert aufs Bauen, aber ich werde diese ganzen Einzelheiten dann nach und nach in meinen einzelnen Let's Plays zu Terraria dann erklären und aufzeigen. Werde ich dann ein bisschen was dazu erzählen und so weiter. Und ich hoffe, euch gefällt das dann. Und ich freue mich dann, wenn ihr auch mitmacht, aktiv in den Kommentaren. Vielleicht kriege ich dann auch noch ein paar mehr Zuschauer, die dann auch noch mehr dazu schreiben können. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Let's Plays wieder. Also bis dann.